welche Zaubertricks Politiker haben, wo die Stasi in Urlaub eingehen, welches Event ist zur Zeit gerade in, was hat Madonna gerade im Sinn? Welches neue Glück hat jetzt der Boris gefunden, der Beckenbauer die Scheidung überwunden, wo man zu Paris zum Shoppen geht, was man unter Aging Lift versteht. Es ist mir gleich, was in den Blättern steht, weil's mir im Buckel abgeht. Werner Specht, der Liedermacher, so kennen ihn wohl die meisten. Doch auch das ist Werner Specht. Der 71-Jährige malt seit seiner Kindheit. Er studierte Malerei und Grafik in München und an der École de Paris. Die Kunst hat ihn seitdem nicht mehr losgelassen. Als ich noch beruflich war, habe ich meinen ganzen Urlaub und meine ganze Freizeit habe ich einfach zum Malen hingehängt. Und ich erinnere mich noch oft, wenn ich das musste, angenommen ja, um 7 oder 8 Uhr zum Arbeiten anfangen, bin ich dann um 5 Uhr aufgestanden, weil ich so gierig nach Malen war. Oder? Und das ist natürlich seit vielen Jahren, wo ich jetzt einfach frei bin zum Malen, das geht nicht anders. Es ist fast auch so heutzutage in der Musik. Man muss einfach ganz frei sein. Also da so als kurzer Freizeitausgleich zu machen, ist ein bisschen ein Problem heutzutage. Auch wenn er heute etwas mehr Zeit für das Malen hat, überkommt es Specht ab und an noch immer mitten in der Nacht. Dann muss er einfach in sein Atelier und zum Pinsel greifen. Er verliert sich so oft stundenlang in seinen Bildern, will nicht gestört werden. Während dem Malen bevorzugt der Lindenberger Künstler ohnehin die Stille. Dennoch sind Musik und Kunst für ihn untrennbar miteinander verbunden. Es ergänzt sich einmal. Auf alle Fälle durch Musik wird praktisch das Malen bereichert. Also wenn ich bloß da sitze und versuche jetzt da aus ein Bild zum Herholen und die Geschichten, die wo ich auch bei der Musik erlebe, oder? Die kommen nachher ins Malen rein und genauso ist es umgekehrt. Also es ist schön so. Die zahlreichen Werke von Specht sind sehr unterschiedlich, sowohl von den Motiven als auch von den Maltechniken her. Doch ein Bildthema spielt eine zentrale Rolle in seinem Leben, das Allgäu. Am liebsten malt er deshalb draußen. So habe er über die Jahre nicht nur viele interessante Menschen kennengelernt, sondern auch den ein oder anderen unentdeckten Aussichtspunkt gefunden. Der Künstler lebt in seinem Geburtsort Lindenberg und fühlt sich hier fest verwurzelt. Ich bin immer schon von Jugend an ziemlich verbunden gewesen mit unserer Gegend. Ich war auch viel weg, war ziemlich lang in einem grafischen Atelier, oder? Und habe auch viele Grafiker gehabt. Aber das, was, wenn ich zum Beispiel weg war, Amsterdam, in Florenz oder so, und das hat mich immer wieder heimgezogen. Ich habe auch da so ein Lied, das ich mal in Amsterdam gemacht habe, und ich erinnere mich immer, sobald ich das Lied spiele, habe ich das Bild so im Kopf. Und darum habe ich einen sehr starken Bezug zu unserer Gegend, zu unserer Landschaft. Wie viele Bilder Specht im Laufe der Jahre gemalt hat, weiß er nicht mehr. Sein Haus ist bis unters Dach mit seinen Werken gefüllt. Eine kleine Auswahl seiner Bilder ist derzeit in der Kempener Residenz zu sehen. Auch wenn der 71-Jährige noch immer vor jeder Ausstellungseröffnung aufgeregt ist, versucht er sich vorher nicht zu sehr unter Druck zu setzen. Ich male halt jeden Tag, aber nie unter dem Vorwand, du hast eine Ausstellung, du musst jetzt das noch haben und das muss haben. Weil ich möchte einfach frei sein, ich möchte einmal rausgehen, zeichnen und mir ein paar kleine Zeichnungen erfreuen und jetzt unbedingt auf die Ausstellung hinschaffen. Aber jetzt habe ich so gemacht, da standen die ganzen Bilder, was natürlich sehr viel Arbeit ist, die ganzen Bilder nachher zu rahmen und fertig machen. Das ist ja jetzt so, dass ich bloß ein Bild nehme und nadel. Und jetzt habe ich die alle rumgestellt und dann nehme ich die ganzen Bilder mit und wenn's, das ist meistens ist es zu viel, auch wenn es noch so groß ist. Und dann nehme ich halt, dann stelle ich das rum und dann nehme ich den Rest wieder mit.
Die Ausstellung Allgäu, Land und Leidenschaft ist noch bis zum 2. November in Kempten zu sehen. Danach wird Werner Specht wieder als Musiker im Allgäu unterwegs sein. Was kocht Claudia Schiffer für den Mann? Zieht sie der Belg Versace an? Hat Lisa Fitz an ihre Brust gestochen? Will geht sie Katz kastrieren lang? Ah, sie schmeckt lieb, was in dem Blätter steht, weiß mir ein Buckel aber Gott. Doch ich weiß, viel sind interessiert, was in der bunten Glitzerwelt passiert. Stars und Mode füllen jeden Raum, bis ins Detail, du glaubst es kaum. Doch zu was hast du deinen eigenen Grund, in dem die schönsten Sachen drin sind? Stell dir vor, was du versäumst, wenn bloß vom Glück für andere träumst. Drum ist mir's glieb, was in dem Blättle steht.